Ich werde uns heute einen laienähnlichen Riegel nachmachen. Bestehend aus Giona, Schokolade, Honig und verschiedenen Mousse-Sorten, Nussmus-Sorten natürlich. Ich würde sagen, lass uns nicht so viel rumquatschen. Lass uns direkt loslegen. Let's get it. Das hier ist eine gesunde Option zu deinem Laienriegel, okay? Es ist trotzdem eine Kalorienbombe und darauf müsst ihr achten. Dann kippe ich hier Honig rein, ungefähr ein Drittel Honig ungefähr. So, dann müsste das ungefähr so klebrig sein. Ich habe jetzt ein bisschen G-Butter zu meiner Schokolade genommen, nimmt ab 85%ige Schokolade. Wir haben tatsächlich eine coole Schokolade gefunden, die ist ohne Zucker. Die haben das Fruchtfleisch von dem Kakao haben die genommen und dazu gemischt. Ich werde nicht nachsüßen, ne? Das soll schön, ich mag das ein bisschen, diesen herben Dings. Ich werde ein bisschen Haselnussmus aber dazu tun noch. Und das werden wir dann sozusagen als Topping machen. Ne? Dann werden wir jetzt diese Masse, ne, die wir kreiert haben, werden wir auf einen Teller oder eine Backform, wie auch immer, wie ihr es wollt. Das sind 150 Gramm Giona, also es ist nicht viel, ne? Wenn man überlegt, was für eine Riesenmasse das ist. Da haben wir nochmal 100 Gramm Mandelmus da, 100 Gramm Honig würde ich sogar sagen. Das sind 6, 7, 8 Riegel, ne? Da isst man einen von und das war's. So, ihr wollt es dann gleichmäßig auf den Teller bringen oder auf eure Backform, ne? Dann kann das schon mal in den Kühlschrank erstmal. Dann ein bisschen, das fängt jetzt ein bisschen an zu schmelzen. Jetzt verteile ich noch mal eine Schicht Mandelmus. Leider ist das Haselnussmus, was wir hatten, viel zu hart. Wir kaufen das sonst von einer anderen Marke. Aber es ist, wie sagt man, it is, but it is, man. Dann habe ich jetzt aus dem Mandelmus und ein bisschen Honig noch so eine Art Karamellschicht gemacht, ne? Die sieht dann so aus. Was ich jetzt vergessen habe, ist die Haselnuss-Topping. Ich werde jetzt da oben nochmal Haselnuss drauf tun, gemahlene Haselnüsse. Also, Nachtisch müsste auch fertig sein. Ich werde das Ding mal rausholen. Oh ja, und wie vermutet, das Ding ist fertig. So, ihr seht, wie viele Riegel ich eigentlich daraus machen kann. Ne? Also, wie ihr sehen könnt, haben wir einen perfekten Riegel. Perfekt beschichtet und das Ding schmeckt super. Schatz, einmal probiert das vielleicht fast hier. So, Leute, wir fangen direkt schon mal an mit dem Zitronenkuchen, bei dem muss man eine Stunde, das ist No-Bake-Zitronenkuchen, also super simpel gemacht. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen einmal Haferflocken, knapp 100 Gramm. Mandeln, knapp 100 Gramm. Datteln. Wir haben griechischen Joghurt benutzt. Und dann haben wir Cashewnüsse und zwei Zitronen. Daraus werden wir jetzt einen Zitronenkuchen machen. Und ich würde sagen, Schatz, lass uns direkt loslegen, oder? So, für den trockenen Teig packe ich jetzt Haferflocken, Datteln und die Mandeln in einen Mixer. Und dann schauen wir, wie das Ganze aussieht. So, ich habe jetzt einmal ganz kurz Zitronenschale reingerieben, ne? Diesen Aroma. Und dann haben wir schön eine ganze Zitrone reingequetscht, okay? Dann werden wir jetzt die Cashewnüsse reintun. So, ihr müsst ein bisschen gucken, ne? Ein bisschen Wasser immer dazugeben. Ein bisschen umrühren. Für das Topping werde ich jetzt griechischen Joghurt mit den Zitronenschalen und den Cashews reintun. Cashews mit rein. In dem Falle werden wir mit ein bisschen Agavendicksack nachsüßen. Die Cashewnüsse, ne, sorgen dafür, dass wir schön ein bisschen Eiweiß drin haben. Und die sorgen für diese sahnige so Topping-Reste, dieses typische, was man haben will, weißt du, auf dem Dressing. Benutzt nicht so viel Joghurt, das haben wir rausgefunden, dann wird das alles fester. Wir werden jetzt einmal das hier auf den Kuchen verteilen. Der Kuchen kommt jetzt einmal in den Tiefkühler und da lässt ihn 1 bis 2 Stunden, okay? Schatz,
Der ist was geworden. Verdammt. Krass. Heftig. Wir haben es hinbekommen, dass die Konsistenz tatsächlich was geworden ist. Oh, 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 oh. Oh, oh mein Gott. Krass. Nein, ich glaube es nicht. Okay, Leute, wir haben es zum ersten Mal probiert, ne? So eine richtig schöne Alternative. Für Leute, die keine Schokolade mögen. Nein, auch für Leute, die keine Schokolade mögen. So. La, 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 la. Guckt euch das mal an. Das ist doch nicht zu glauben. Komplett gesund. Ja, da bin ich mal gespannt, was unser Restaurant-Tester sagt. Ein Teller nach dem anderen. Hier, es. Also der Boden ist Oats auf dem. Ja, genau. Ist einfach Oats, Digga. Ja? Oh, ja. Geil. Sei sein Blick hat doch so ehrlich. Und Topping? Was sagst du zu Topping? Butter? Ja, das ist. Ja, ne? Und als Nachtisch, weil Andi ja sehr ketogen ist und ich auch, habe ich uns ketogene Reese Pieces sozusagen vorbereitet. Und ja, da köchelt auch schon die Schokolade. Ja. Ich würde sagen, let's get it. Also, jetzt zur Schokolade einmal für die Füllung. Ne? Ihr braucht solche Form. Wir machen das meistens ohne Backform. Braucht ihr diese Papierdinger für die Cupcakes. Und ich habe jetzt in die Schokolade ein bisschen Kokosöl reingemischt. Ne? Und dann könnt ihr leicht nachsüßen. Mein Favorit, ich sage es ja immer wieder, schöner Waldhonig. Ich bin ein sehr großer Fan von Honig. Entzündungshemd wirkt es auf den Körper. Und wir blenden es nochmal hier ein. Honig, super gut für dein Immunsystem. Da reicht meistens 1,5 Teelöffel. Der erste Prozess ist, wir füllen die erstmal auf, ne, mit Schokolade und dann kommen sie erstmal in den Tiefkühler. Das ist die erste Schicht sozusagen. So, und dann dreht ihr das ein bisschen, dass die Cups, dass die Schokolade sozusagen einen Rand bildet, ne, und dann kommen sie genauso in den Tiefkühler. Also, ich werde jetzt eine Füllung machen. Oh, da kommt das ja richtig raus. Ich werde jetzt eine Füllung machen. Ne? Aus Erdnussmus hauptsächlich, ne? Danke an Pure Rice, ne? Ich nehme diesmal weißen Mandelmus. Kommt jetzt noch ein bisschen Weidhonig rein. Ja, das sieht aus wie der ehrenloseste Masse-Shake überhaupt. Genau, Alter. Du weißt, was ich meine. Es gibt mit Full Bananen und ja. Maple Syrup und was weiß ich nicht, was die alle ganzen ja. Ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ein eine Füllung, die hat es in sich. Damit befüllen wir gleich unsere Reese Pieces. Ne? Ihr wollt ja so ähnlich wie so ein Reese Piece hier haben. Ich habe es zwar noch nicht probiert, aber ich weiß, wie es ungefähr schmecken wird. Ja. Man kann alle Süßigkeiten natürlich machen. Natürlich, ja. Komplett. So. Aber wir werden halt mit diesem ganzen Dreck vollgestopft, weißt du? Also 20 von den ganzen 25 Zutaten sind einfach komplett überflüssig, weißt du? Also. Die Reese Pieces waren ungefähr so 20 Minuten drin. Dann ist die Schokolade jetzt hart geworden. Ne? Ganz simpel. Und dann nehmen wir hier unsere Creme und befüllen sie sozusagen. Okay. Ich glaube, diesmal werden sie auch richtig perfekt. Ich habe sie, glaube ich, noch nie so perfekt gemacht. Regelkonform. Und dann packe ich sie noch mal ganz kurz in den Kühlschrank. So, wir kochen noch mal die Schokolade auf. Ne? Jetzt nehmen wir die geschmolzene Schokolade. Ne? Erstmal eine Schicht. Lass es sich ein bisschen verteilen. Ist eigentlich so einfach, ne? Ja, genau. Es ist super simpel, Leute. Es ist super simpel. Ihr braucht diese Scheiße für 5 Euro. Oh, geil, Reese Pieces. Buddy, die sind zu gehypt, ja, ne? Die gibt's ja erst seit ein paar Jahren hier in Deutschland. So. Und dabei kannst du das einfach super simpel nachmachen. Jetzt packe ich die Dinger nochmal für 20 Minuten in den Tiefkühler und guck mal, was danach passiert. Also, Leute, wir holen die Dinger jetzt erstmal raus. Ich glaube. Nicht ich glaube, sondern ich weiß, dass sie perfekt geworden sind. Guckt euch das an. Kalorienbomben. Ist es jetzt gut oder schlecht? Sehr gut. Das sind gute Kalorien für uns. Wir trainieren oft am Tag. Also, ich werde dir jetzt erstmal den ersten geben. Also guck mal, damit ihr seht, wie das Ding hier aufgebaut ist. Oh. Seht ihr? Ja, nee, nicht länger, sondern deshalb ist so wichtig, dass diese Schokolade drumherum ist. Weißt du, was ich meine? Dass es drinnen bleibt. Aber ist okay. Rein da.
Mehr als kann man nur machen. Das ist dein Herz. So Leute, also wir haben Reese Pieces nachgemacht. Schatz, hier. Danke. Das sind echt Kalorienbomben. Ja, auf jeden Fall, man sieht, es schmeckt ja sehr flüssig. Mm. Bisschen weniger Erdnussbutter benutzen und wichtig ist, wie gesagt, dass die Schale zu ist. Dann ist sie in der Mitte. Aber ja, wir sehen uns nächste Woche. Ja, let's go.